Einen schönen guten Abend. Willkommen bei Underdog Games und dem Titel Cosmo-Tier. Holt euch eine Cola, Pepsi, von mir ist auch ein Bier oder ich weiß nicht, was ihr noch alles gerne konsumiert. Und oder auch ein Wasser, klar. Holt euch was zu essen, wenn ihr gerade von der Arbeit heimkommt oder von der Schicht. Und lasst uns gemeinsam Cosmo-Tier probieren. Erspielen und ja, all diese Dinge erfahren. Ich habe mal reingespielt ein Stückchen, ganz kleines Stückchen. Habe das Spiel schon ein bisschen länger und habe jetzt bemerkt, dass es total hip geworden ist. Und von daher würde ich sagen, wir starten mal ganz nackig mit dem ersten Schiff und legen direkt los. Ja. Wir haben die Möglichkeit, die Karriere oder kreativ zu wählen. Wir nehmen natürlich die Karriere, denn ich bin so ein alter Karrierespieler. Und wir gehen hier in der Schwierigkeitsgrad Kampf auf die Mitte. Das ist der normale Schwierigkeitsgrad. Normalen Schaden, normale Feinde, lalala. Und hier auch Wirtschaft nehmen wir auch die Mitte, beziehungsweise Architekt. Das ist normale Fundrate von Ressourcen. Ne? Ich will hier nichts in den Arsch gesteckt bekommen. Ich hätte es ganz gern, ja, so wie es gedacht ist. Erweiterte Option machen wir keine auf. Normal nehme ich dieses Model C zum Starten. Wir machen es mal anders und nehmen einfach mal das Model L. Sehr beweglich, verfügt über 3 Laserblaster. Okay, es verfügt keine nennenswerte Verteidigung. Okay, also im Grunde ist es wurscht. Ihr wählt euch hier eins der 3 Schiffe aus. Normal nehme ich immer diesen Brecher hier. Wir nehmen jetzt einfach mal das L und starten das Spiel. Grundsätzlich geht es darum, ein Schiff zu führen, zu fliegen, zu bauen, zu verbessern. Und das Witzige an der Sache ist halt eben, ich kenne jetzt diese Schiff-Variante nicht. Normalerweise muss also hier die Munition zu den Kanonen getragen werden, aus dem Lager. Und wenn die leer ist, dann können sie nicht mehr schießen. Und hier sind diese Energiekartuschen. Und die werden hier hinten hergestellt. Und die werden dann quasi da reingetragen. Wenn die keine Energie mehr haben, können sie nicht schießen. Na gut, das sind die Details. Was ihr zuallererst machen solltet, oder was ein wichtiger Knopf ist, ist dieses Auge. Ich bin früher immer hergegangen und habe gesagt, oh, ich muss in Baumodus, damit ich sehen kann, was hier los ist. Nein, ihr müsst nicht in Baumodus. Ihr drückt auf dieses kleine scheiß Auge und dann ist die Sache offen. Für eure Gegner ist es nicht offen, aber für euch ist es offen. Fliegen ist ganz klar mit der rechten Maustaste. Und wenn ihr die rechte Maustaste gedrückt haltet am Zielort, könnt ihr sogar die Ausrichtung einstellen. Das heißt, ich will jetzt zu dem Gegner hinfliegen und will zu der Station ein bisschen schräg versetzt sein, was keinen Sinn machen würde. Aber dann stelle ich mich so hin. Rechtsklick auf den Gegner ist angreifen. Und war eigentlich schon die Steuerung in groben Zügen. Kamera könnt ihr bewegen mit der Maus, beziehungsweise Mausrad rein und raus scrollen und so weiter. Das Schiff verbessern wird erklärt, das machen wir gleich zusammen. Das habe ich mir schon angeschaut, beziehungsweise durchgelesen. Und wir können hier unten auf die verschiedenen Buttons drücken. Ich erkläre jetzt nicht alle, sondern ich erkläre sie einfach im Spiel. Wir haben hier unten das Funkknopf, das WLAN-Knöpfchen. Damit können wir funken und da können wir entweder jemanden in der Liste hier anfunken oder wir klicken einfach, wenn wir Funk anhaben, auf das, was wir anfunken wollen. Wir wollen hier auf die Station funken. Die meldet sich dann, meistens melden sie sich, zumindest habe ich das so gelesen, ich kenne mich hier auch nicht aus. Und wenn ich etwas Falsches sage, dann schreibt es mir in die Kommentare, macht mich darauf aufmerksam, dass ich weiß, wie es richtig geht, denn wir spielen das hier zusammen. Also, es ist nicht so, dass ich hier der König bin. Ich habe die erste Kopfgeldmission erledigt und das vor einiger Zeit, bevor das Spiel so, ja, publik wurde. Bedeutet, ich weiß jetzt eigentlich nur noch das, was ich aus dem eben 10-minütigen angespielt habe. Und selbst das habe ich wieder vergessen. Also wir sind hier ganz nackig, aber ich finde, so ein entspanntes Tutorial zusammen ist manchmal lehrreicher wie ein, jetzt klick auf den Knopf und dann klickst du auf den Knopf und jetzt geht mir auf den Sack und ich mache das Ding aus und hab keinen Bock mehr. Alles klar, also das ist die Station, hier ist das schwarze Brett, da ist die Mission, klar. Hier gibt es Leute, die ich mir besorgen kann, das ist für die Crew, aber ich bin halt eben voll aktuell. Das habe ich keine Ahnung, Handel. Und das ist Baupläne, interessieren uns auch noch nicht. Wir wollen die erste Kopfgeldmission, so wie es im Quest angegeben ist. Also in der Tutorial-Erklärung. Wir sehen hier Kopfgeldmissionen. Und die Kopfgeldmission hier hat hier vorne ein Level, Level 1, in dem Fall die Schwierigkeit, und der ist 0,0 oder sind es 002 Kilometer, also 2 Kilometer entfernt. Ein erflohenes Schiff, Haywire, wird wegen illegaler Aktivitäten und so weiter gesucht.
Die Behörde von und so weiter haben ein Kopfgeld in Höhe von 2,5 ausgesetzt. Oh, 2,5 ist natürlich schön, das machen wir auch. Und dann fliegen wir los. Gefahrenstufe 1, eliminiere das Ding. Jetzt habe ich hier mal drauf gedrückt und merke, wow, wenn ich da drauf drücke, komme ich sogar zum Ziel hin. Das hat mich quasi darüber gelenkt. Jetzt nehme ich mal den hier. Wird einem hierhin gelenkt, okay. Das heißt, wenn wir die Sachen anklicken, werden wir sogar meistens, solange die Entfernung stimmt scheinbar, auch zum Ziel geführt. Ja, also es wird dieses Ding hier sein, vermute ich. Ich nehme es an. 2,5, es gibt hier Ruf. Also Ruhm ist ja Ruf. 10, maximal 40. Keine Ahnung, ob ich maximal nur 40 haben kann. Was weiß ich. Und hier der Ruf bei denen, also pff, was auch immer. Und es macht uns auch nichts aus. So. Das ist nicht der Kunde des Gebiets. Hier in diesem Gebiet ist der Vogel unterwegs. Wir fliegen einfach mal hin und gucken, was passiert. So. Unser Schiff fliegt mit Rechtsklick. Wir müssen noch gar nicht ranzoomen. Wir können natürlich jetzt so fliegen. Dann haben wir wenigstens Übersicht. Also nicht so viel Übersicht. Von daher zoome ich gerne ein bisschen raus. Was ist das hier für ein Knopf? Drücken wir drauf. Benutzerdefinierte Marker hinzufügen. Alles klar. So, wir stoßen hier vor wie so eine Eizelle. Fliegen wir weiter. In diesem Bereich müsste er sich aufhalten. Oh. Ach du Scheiße. Jetzt fliege ich erstmal weg, weil habe ich Schiss. Ist ja klar. Drei Schiffe wollen mich verarschen, oder was? Wir wollen sie nicht übertreiben mit drei Stück gleich. Weil drei überleben wir nicht. Ich habe vorhin mit zwei gekämpft, das war schon beschissen. Einer ist schon weg. Anderes weg und jetzt schnappen wir uns den hier. So, ab hier haben wir Sichtlinie, wenn wir hier sind. Wenn er näher kommt, ist natürlich früher. Und der Kampf beginnt. Ganz wichtig. Ihr könnt auf ein Achtel runterdrehen, den Kampf. Dann seht ihr richtig langsam, was passiert. Und ihr könnt noch agieren. Aktuell schießen wir scheinbar hier vorne auf die Waffen. Wir können auswählen, wo wir hinschießen. Und das hier sind die Treffer, die bei uns eingehen. Wenn wir Leertaste drücken, können wir auch pausieren. So. Sieht irgendwie nicht so gut aus für uns, aber es ist wohl Teil des Spiels, dass es erstmal nicht so gut aussieht. Ja, wir rotzen da drauf. Ich lasse mal weiterlaufen mit 1/8 Geschwindigkeit. Ich weiß gar nicht, was das ist. Das ist der Disruptor. Disruptor, ja. Die Kanone rotzt hier raus ohne Ende. Ich krieg gleich einen Krampf. Aber er ist kaputt. Okay, jetzt schießen noch die Kanone noch hier. Die Kanone kriegt jetzt als nächstes besorgt. Ich weiß nicht, wie genau unser Laser schießt, weil sonst habe ich immer... Oh ja. Sonst habe ich immer die Kanonen dabei. Und... Bäm. Ach komm schon, ein noch. Hier oben sehen wir unser Schiff. Dem geht's noch relativ... Ah, kann ein bisschen größer machen. Cool. Das ist ja geil. Habe ich auch eben erst erfahren. Wir können es ein bisschen größer und kleiner ziehen. Da sehen wir, was in unserem Schiff los ist. Jetzt hole ich mal unser Schiff hierher. Kann ich sagen, dass er aufhören soll zu schießen? Der driftet noch. Komm ruhig hierher, Kollege. So, wir schießen jetzt hier auf eins der Sachen, entweder Kommandozentrale oder Dings, wir schießen die Kommandozentrale. Desto weniger wir kaputt machen. Ah, auch gerade festgestellt, wir müssen erst das Schiff einwählen und dann können wir ein Zielobjekt nehmen, in dem Fall hier. Desto weniger wir hier zerstören außenrum, können wir natürlich mehr abbauen nachher. Die Brocken fliegen nur in die Richtung, weil das Schiff in diese Richtung treibt. Die Düse gibt Vollgas. Und so wie wir jetzt hier den letzten Treffer drin haben, ist das Schiff quasi tot. Jetzt nehme ich die Position neben dem Schiff. Stelle die Geschwindigkeit auf normale Geschwindigkeit. Guck erstmal hier im Umfeld, ob hier noch was ist. Nein, ist nichts. Und jetzt kommt das, wo die Magie passiert. Wir nehmen unser Hackebeil und markieren diesen Bereich. Und jetzt gehen unsere Jungs los und gehen ernten. Wir gehen in die Luftschleuse und bauen das Schiff ab. Finde ich total geil, weil die bringen nämlich jetzt Scheiße nach Hause. Also, Kram. Jetzt geht da oben die Schleuse rein. Ich mach mal hier auf. Also machen wir das Schiff zu, dann sehen wir, wie die aufgeht. Und dann legen die Sachen quasi da rein. Oder sie landen drin und bringen die Sachen direkt rein, wenn es irgendwelche anderen Komponenten sind, die halt eben direkt verteilt werden. Oh, oh, 1,7 Kilometer Kampf.
Heißt was? Das fliegt aber nicht direkt auf uns zu. Ich baue jetzt erstmal weiter ab, weil das ist der Lohn unserer Mühe. 1,64, 1,6, alles klar. So, jetzt gilt es natürlich, den Scheiß abzubauen. Wenn es jetzt hier Stress geben würde, würde ich auf diesen Knopf drücken. Das ist H, der Hotkey, und diesen Knopf drücken mit der Maus. Dann kommen alle nach Hause. Das heißt, alle Kommandos, abbauen, ernten, was weiß ich, die sind weg. Das ist auch wichtig, weil dann sind alle wieder daheim. Die fliegen nach Hause, damit wir weiter arbeiten können oder weiter kämpfen können. Jetzt klicken wir hier auf den Schlüssel. Und um alles zu reparieren, können wir unten drauf drücken. Das kostet 18 Platten, 9 Spulen. Wir haben 18 Spulen, ganz viel Platten. Gar kein Problem. Und dann hit the button. Oder wir können sagen hier, wir reparieren das manuell. Na, dann können wir hier durchgehen. Oh, beinahe hätte ich gekotzt. Sehr gut. Aber ich drücke mal hier drauf, da habe ich alles auf einmal erledigt. So, das war's schon. Reparatur ist erledigt. Wir sind nicht so beschädigt worden, wie wir befürchtet haben. Und jetzt würde ich mal hergehen, noch ganz geschwind, und würde uns ein kleines Sicherheitsschild vorne rumbauen. Kein Schild im Sinne von elektrisch, das ist nämlich hier Baupläne und so haben wir nicht. Sondern ich würde uns ein bisschen Panzerung da aufbauen. Denn wenn wir da nicht reingerotzt kriegen, nicht genügend Stahl, leck mich doch an der Tasche. Ja, wenn wir so frontal kämpfen und die schießen auf uns, dann schießen zwar die Kanonen, aber die können hier nicht unsere Triebwerke treffen und so. Das macht es natürlich gut. Okay, also, wir haben gesehen, wir haben nicht genug Stahl, wir müssen erstmal wieder zur Station oder was anderes plündern. Wir schauen mal. Am besten fliegen wir erstmal zurück zur Station und lassen uns bezahlen. Wo ist die Station? Achso, die sehen wir nicht, weil wir noch zu weit weg sind. Jetzt verstehe ich es auch. Na, fliegen da in die Nähe. Alles keine Bösen. Diese Radarreichweite hätte ich gern größer, dass ich was sehe. Ich will was sehen, wenn ich rumfliege. Ah ja, da ist er. Okay. Wenn wir die jetzt hier also freundlich ist, gibt uns die quasi ihre Information weiter. Gut. Dann fliegen wir mal hin. Bezahlt werden. Nachdem du alle Missionsziele abgeschlossen hast, wirst du für gewöhnlich zur ursprünglichen Station zurückkehren, um bezahlt zu werden. Wenn du bei der Station angekommen bist, ne, denk. Funkknopf drücken, dann sollst du eine Liste abgeschlossener Missionen sehen, für die du bezahlt werden kannst. Okay. Verstanden. Funken mit dem da. Und hier Bezahlung verfügbar. Ist ganz einfach. Bezahlung halt, 2,5 und hier diese 5. Was ist denn das jetzt nochmal? Ruhm. Es gibt auch noch Ruf, also ein bisschen verwirrend. Abgeholt. Ja, das haben wir jetzt da oben reingerechnet bekommen. Perfekt. Ja, und die nächste Mission. Wobei, wir sind jetzt hier an der Station. Eine Station können wir bauen mit Sachen. Und wir kaufen die automatisch. Das heißt, ich kaufe jetzt hier gleich noch ein bisschen Schilde. Also Schilde. Panzerung. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Wenn von vorne was kommt, wir keine reinkriegen. So. So hätte ich es gern. Und die Kanonen werden versorgt. Von hier, die laufen da lang. Okay, vielleicht können wir noch ein Bett einbauen. Was ist das? Crewquartiere. Für 6 Crewmitglieder. Luftschleuse, ne, haben wir genug. Crewkabine für 2 Crewmitglieder. Das ist das Lager hier. Na, ich hätte ganz gerne noch ein bisschen Crewplatz. Müssen wir hier aufpassen, weil das sind die Düsen, da können wir nichts reinbauen. Ja, also Crewplatz, warum? Ich hätte ganz gerne Crewplatz, um noch mehr Leute zu haben, weil mehr Leute bedeutet schnellere Versorgung des Schiffs. Aber das machen wir dann. Okay. So, dann würde ich sagen, wir holen uns mal das nächste Quest, die nächste Aufgabe ab. Und nehmen wir hier das nächste Kopfgeld an. Glimmer, ne, illegale Aktivitäten, das wird wohl einfach immer das gleiche sein, hätte ich beinahe gesagt, beziehungsweise ähnlich. 2, 5 und 10, 10, Mission angenommen. Wir fliegen direkt hier hin und geben uns hier den Gong mit dem Glimmer. Das ist echt cool hier, dass man das so schön groß machen kann, auch rein raus tun. Da sehe ich immer mein Schiff, kann aber hier immer das böse Schiff angucken, das Gegnerschiff. Das ist super. So, was kommt uns entgegen? Können wir auch rammen? Hoffentlich nicht. Doch. Dumm muss man sein.
Okay, es gab keinen Schaden, weil wir haben ja nichts zu reparieren. Also Kollisionsschaden gibt es nicht, haben wir auch geklärt, das Thema. Ist ja auch ein wichtiges Thema, ne? Klar. So. Und tatsächlich die Frage ist, macht es Sinn? Hier ist was, Asteroidenfeld, okay. Freundliche Sachen oder unbekannte Sachen, was ist das? Da ist er. Kümmern wir uns erstmal um die Arschgeige. Und dann um die restlichen Sachen, die wir da gefunden haben, wenn sie dann noch da sind. Wenn ich hier erreicht habe, habe ich Sichtkontakt. Und los geht's. Wir schießen direkt auf die Matrize da vorne. Hier wird reingerotzt bei uns. Boah, der Lee setzt sich ja direkt durch uns durch. Gott sei Dank hat das noch geklappt. Ey, wir hatten ja überhaupt keine Chance. Der hat sich ja richtig bei uns reingefräst. Alter Vater. Die konnten sich nicht mehr versorgen, die Jungs. Die haben keine Energie gehabt zum Versorgen. Frage ich mich, warum ich noch schießen konnte. Hatten die noch Restenergie oder was? Okay, repariert euch schnell, Jungs. Könnt ihr nicht. So, jetzt können sie wieder laufen, können wir die Energie holen. Weil die haben nichts. Die konnten nicht mehr laufen, weil der Penner sich so durchgefräst hat bei uns. Ja, das hat ihn eben erwischt. Da hat uns einer noch mitgeholfen eben. Aber gut. Das macht ja nichts. Wir bauen ab. Düt. Was ist das? Ein Teil vom Schiff, okay. Ein Teil vom Glimmer. Ob die Sachen hier steigen, wenn sie es reinlegen. Ja, was da drin liegt, liegt, das ist auf dem Weg hierher. Das ist, was dazu kommt. Ja, genau so ist es. Sehr gut. Ja, genau so. Genau so läuft's. Wir zerlegen den Scheiß jetzt noch. Ja. Was sind das für blaue Sachen? Weiß ich nicht. Ist bestimmt wertvoll. Das nehmen wir alles mit. Außerdem kriegen wir 2,5 und Ruhm und Ruf. Das ist ziemlich gut. Also, für den Anfang. Ein paar Spulen. Die Spulen brauchen wir auch wirklich für alles, was kaputt ist. Guck ich mal, ob wir schon reparieren können. Wir können uns komplett reparieren. Jawohl, wir sind in Stand gesetzt. Wir haben gesehen, der hat sich hier durchgefräst. Und so wie dieser Weg hier eingefräst war, gab es das Problem. Ja, also. Jawohl, online. Back online. So wie dieser Weg hier durchgeballert war, war es schon fast nicht mehr schön. Das heißt, wir bräuchten eigentlich Schilde. Kleine Schilde und ja, all das andere noch, was es so gibt. Ich würde sagen, wir fliegen mal nach Hause, geben das mal ab. Und schauen dann mal weiter. Ach nee, Moment mal, wir wollten ja gleich nach Hause fliegen. Wir wollten ja eigentlich mal gucken, was das hier ist. Das ist ja, FE ist ja Eisen. Was passiert, wenn ich jetzt hier hinfliege und sage, ich will das abbauen? Eine Hacke. Los. Einfacher Asteroidenfelsen, der keine nützlichen Ressourcen enthält. Tatsächlich. Hier sind die einzelnen Felder, welche Eis enthalten. Hart. Gewöhnliche Abbaurate, Ressource. Nicht von der Crew abbaubar. Bergbaulaser. Okay, da braucht man ein Schiff quasi, vom Bergbaulaser. Haben wir nicht. Wir müssen also die Weichen abernten. Vielleicht kann ich sie auch markieren. Ja. Und so werden alle Weichen automatisch geerntet. Ist ja auch schon mal was wert. Ein Schiff, ein feindliches Schiff, 1,6. Nähert sich, fliegt aber sehr wahrscheinlich an uns vorbei. Nein. Alle nach Hause, Jungs. Alle nach Hause, Alarmstufe rot. Kommt heim. Das war der Button, den ich vorhin erklärt habe. Die kommen jetzt nach Hause. Dann drehen wir das Schiff um und gehen auf Angriff. Okay.
sind alle unsere Schiffe jetzt zu Hause, unsere Männer. Noch nicht. Geschwindigkeit langsamer. Einer noch drauf. Jetzt sind alle da. Okay, und Attacke. Wir gehen in den Angriffsmodus über. Schon wieder so ein Dreckding. Dann nehmen wir erstmal die Knarre hier vor, weil die ist ja echt übel. Gucken, wo wir hier getroffen werden, hier vorne. Wir wollen das Ding treffen. Dieses Schweinehund-Ding. Diese Dreckskanone hier brauchen wir. Ich dachte, der macht es nämlich genauso wie das letzte Mal. Der ballert uns einfach vom Hocker. Wow, die Kanone ist kaputt. Scheiß die Wand an. Jetzt schießt er da tiefer rein. Bedeutet, dass wenn er tiefer reingeht, jetzt kommt an die Kanone dran. Ey, jetzt kommen wir dran. Jetzt kommen wir dran. Bei uns fliegt halt die Scheiße auseinander hier. Die Bewege sind zu. Wir haben keine Energie mehr gleich. Aber es könnte noch reichen. Bäm, mein Freund. So. Jetzt holen wir den Kern. Aber wir können den Kern nicht ganz holen, weil wir keine Energie mehr zum Schießen haben. Unsere Energie leert sich. Schaut euch das mal an. Hier, die Punkte sind leer, der hat keine mehr. Ich kann nichts bauen, weil ich kann keine Wege machen. Das, wir sind quasi im Arsch. Wow, der letzte Schuss hat doch getroffen. Das war aber Schwein gehabt, Leute. Okay, ernten wir ab. Fliegen in die Nähe. Und dann ist dieses... Ja, dieses Graus ein Ende. Das war ja jetzt gut, ne? Also, wir müssen da unbedingt was machen. Der Weg in der Mitte, der ist so fragil, wenn da keiner mehr langlaufen kann, das ist ja eine Katastrophe. Wir müssten vielleicht die Geschütze nach außen setzen, auf die Kante. Und dann, ja, da irgendwie weitermachen. Wollen wir mal die Geschwindigkeit auf einfach stellen. So, wie viele Leute habe ich noch? Drei sind draußen. Die sind hier drin. Ich repariere mal alles. Wir haben es ja. Ja, also vielleicht, dass ich hergehe. Währenddessen die jetzt da plündern, kann ich ja weiterbauen. Bestimmt. Ist ja eine coole Sache. Und setz hier mal noch hin. Und setz das Mannschaftsquartier darüber. Wie geht das jetzt? Achtung. Damit Werkzeug greifen. Nicht genügend Betten. Ja, ich will es auch nur umsetzen. Okay, haben wir noch ein Quartier, was ich bauen kann? Zweites. Ich vermute, dass man mit dem Greifen einfach die Sachen nimmt und rüberschiebt. Aber dadurch, dass wir nicht genug Betten haben, weil wir kein weiteres Quartier haben, funktioniert es jetzt nicht. Und er macht sich da ins Hemd. Ja, der macht jetzt ins Hemd, klar, weil er das nicht rumsetzen kann. Ich würde gerne das Quartier hier rüberschieben. Kann ich vielleicht pausieren und dann rübergreifen? Nein. Ja, das geht nicht, weil ich einfach nicht genug Betten habe. Das ist quasi, weil ich abbauen würde, wenn alle Betten weg. Und das will er nicht. So, dann lassen wir erstmal abbauen. Vielleicht haben wir dann genug Stahl, dass ich ein zweites bauen kann. Und dann sehen wir weiter. Oh, die haben keinen Sauerstoff. Fliegen wir näher hin, ne? Muss ja nicht sein, dass die auf dem Weg hier verrecken, weil sie nicht genug Sauerstoff haben. So, die sind auch wieder zuständig dafür, wieder Energie aus dem Lager zu holen. Das würde ich gerne mal hier sehen, wo das aufgebaut wird, das Zeug. Halte alte Statistik anzuzeigen. Energie zu 1,5 Sekunden, Batteriegröße 1, Batterieladezeit 0 Sekunden, Energiekapazität 8. Okay, gut, alles klar. Also, Fakt ist, das Ding produziert. Ich dachte, man sieht es vielleicht hier irgendwo, die gelben Dinge.
Und wenn die weggenommen wird, sieht man es auch, aber man sieht es nicht. Ich glaube, der produziert einfach hier durchgehend. Ja. Durchgehend die Batteriezellen. Und die müssen einfach nur davor getragen werden. Solange die Menge stimmt, ist wohl alles in Ordnung. Wenn die Menge nicht mehr stimmt, also wenn wir zu viel brauchen, dann wird er wohl einen größeren Generator oder einen zweiten Generator brauchen. Das ist keine Ahnung. Gut, dann gucken wir nochmal hier. Bauen. Zweites Quartier. Jetzt kann ich das hier abreißen, bestimmt. Ah, das war dumm. Oh, jetzt kommt einer, gell? Hör doch mal jetzt auf. Also wirklich, das ist jetzt nicht mehr nett. Ich hoffe, das kostet nicht mehr, jetzt weil ich das hin und her baue. Wenn doch, hole ich mir gleich einen Strick. Panzerung. 1, 2, 3, 4. So, und jetzt bauen wir hier ein Mannschaftsquartier. 1, 2, 3, 4. Mannschaftsquartier. So. Eigentlich will ich sie hier hin haben, ne? Ja. Und jetzt will ich es eigentlich noch drehen. Das ist der Eingang. Da ist, wo die Couch ist. So, ja, genau so. Und jetzt löschen wir das hier. Oh, fuck. Jetzt bauen wir hier wieder was rein. Und machen hier auch noch Gang. Gang. Wo ist denn Gang? Hallo, Gang. Luftschleuse. Laufband. Ach, für Automatisierung bestimmt. Das kann man später automatisiert machen, dass die Sachen da automatisch rübergeschoben werden. Das ist gut, ja. Aber den Gang hätte ich gern noch. Korridor, hier. Na, ganz klar, ich brauche den Gang, dass ich die Leute hier versorgen kann. Okay, gut. Und wenn jetzt hier das wieder weggerotzt wird von dem nächsten Mal, dann haben wir hier noch die Seite zum Laufen und können immer noch versorgen. Hoffe ich. Ja, müsste eigentlich gehen. Genau. Gut. Bauen beenden. Zeit weiterlaufen lassen. Kommt ihr jetzt wieder nach Hause, Jungs? Ja, kommen sie. Jungs und Mädels natürlich. Ja, da unten ist ein scheiß Schiff. Das gucken wir uns einfach mal an, wenn alle an Bord sind. Sind alle da? Oder wollen wir erstmal hier abbauen? Ich weiß nicht. Sind wir gierig oder wollen wir kämpfen? Weil ist eh schon weg. Okay. Fliegen wir mal hier zum Eisen. Asteroiden. Alles sehr einfach gehalten natürlich, aber wenn es strategisch Tiefgang hat, finde ich es ganz cool. Nur ein bisschen näher, dass sie nicht irgendwo jetzt abkacken unterwegs. Da kann ich halt nicht drum rumbauen, weil logisch ist mein Laser. Aber vielleicht. Vielleicht kann ich den Laser nehmen. Darüber setzen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ja, stimmt. So, die einzelnen Türen kann man setzen. Ist ja krank. Okay. So müsste es gehen. Bin gespannt, wenn die zurück sind. Nein, nicht fliegen. Stopp. Stopp, brech die Scheiße ab. Danke. Wenn die zurück sind hier vom Arbeiten, ob das klappt. Was holen die jetzt? Die holen jetzt Lagerhalle. Lagerstapel von Ressourcen jeglicher Art. Ja, wahrscheinlich sind wir gleich voll. Das sind die Platten. Kann ich wohl mein Lager sehen? Hier bestimmt, ne? Ja. So. Ich habe hier Hyperium. Geheimnisvolle Kristalle, die die Raumzeit krümmen können. Werden als Treibstoffe. Ja, okay, gut, habe ich kapiert.
Wenn die Schaltfläche ausgewählt ist, kannst du... okay. Stahl, klar. Spulen, die werden gebraucht zum Reparieren und zum Hyperspulen, sind wohl bessere Spulen. Angereichertes Uran. Okay. 2000 kaufen, 1000 verkaufen. Eisen, hier ist Eisen. Okay. Bin mal gespannt. Die füllen jetzt erstmal alles wieder auf. Ja, klar, die Systeme waren ja offline, weil ich es abgebaut hatte. Ob sie dann hier Ordnung machen mit dem ganzen Eisen? Machen sie nicht. Ich sag mal, das ist einsammeln. Ah, die können es nicht einsammeln. Jetzt alles losge... Ach, scheiße. Okay, machen wir es so. Wir setzen uns hier mal einen Punkt hin. Eisen. Sehen wir die auf der Karte? Ja, stimmt. Okay. Und jetzt mache ich folgendes. Ich baue noch ein Lager rein. Ich will es mitnehmen. Das kann nicht sein. Ich habe jetzt alles losgefräst und lasse es liegen. Was bin ich denn für einer? Das geht nicht. Hier wird noch Lager. Das hier wird Lager. Hab ich gerade beschlossen. Lager. Bäm. Haben wir noch eine Tür, die wir bauen können? Tür, geil, eine Tür, eine Tür. Oh, wie Imba. Alles klar. Jungs, ihr könnt den Scheiß abholen. Mädels. Los. Ja, holt den Dreck nach Hause. Wir haben Platz. Und als nächstes baue ich mal noch eine Tür hier hin. Das geht nicht. Da hängt nur der Fernseher an der Wand, gell? Ja, ist ja klar. Wollen Fußball-WM gucken oder so. Geht auch nicht. Da ist jetzt das Triebwerk im Weg. Ich kann das eins rausschieben. Kann ich. Und setze hier noch ein Lager hin. Nicht genügend Stahl. Ja, aber so geht's, ne? Würde ich sagen. So, dann haben wir mal den restlichen Scheiß noch geholt. Oder ein bisschen was noch davon, bitte. Ja. Also, ihr seht, das ist hier so eine Art Selbstgespräch. Aber mit durchaus mit ich würde nicht sagen Inhalt. Jedoch Selbstgespräch mit Inhalt. Wir nehmen das Eisen mit. Gucken, was wir damit machen können, ob wir das verkaufen oder was es überhaupt wert ist. Bevor wir uns jetzt hier rummachen. 10 zum Verkaufen. Gewöhnliche abbaubare Ressource, die zur Herstellung von Stahlplatten verwendet wird. Okay, gut. Alles klar. Wir nehmen es jetzt mit, dass wir tragen können, dann hauen wir ab. Okay. Einer ist noch draußen. Er ist zurück und los geht's. Ne, er ist nicht zurück. Nein, warte auf ihn! Er ist zurück. Okay. Das ist so ein Riesenasteroid hier. Okay. Wie wir geflogen sind. Hui, hui. Ja, dann fliegen wir mal zur Station zurück. Hier hin. Und geben mal unsere Quest ab und gucken, was wir verkaufen können. Würde ich sagen. Ja. Ja. Genau. Ja, und dann können wir natürlich das Schiff dementsprechend mal hier. Ich möchte sagen, aufpimpen. Denn diese kleinen Wege hier. Fliegen wir jetzt weiter? Gucken wir gleich mal, ob wir trotzdem weiterfliegen. Diese kleinen Wege hier sind mir nicht recht. Ich möchte was Dickeres. Nicht genügend Stahl. Weil wenn einer weggeballert ist, ganz schlecht. Los, weiterfliegen. Ja, du fliegst. Okay. Sehr gut. Bing. Entweder kann die Station es jetzt vielleicht verarbeiten, dass sie eine Raffinerie mit angeschlossen hat. Oder sie hat die Möglichkeit, dass wir es hier irgendwie ja, direkt verkaufen. Ist aber auch blöd, weil ich will ja Platten daraus machen. Brauchen ja Platten. Na, wir werden es mal sehen. So. Funken. Station. Guten Tag. Erstmal Zahlemann und Söhne. Sehr gut.
Handel. Kaufen, verkaufen. Hyperium. Ich habe 15 von 40 am Schiff. Und ich möchte 15 für 375 verkaufen. Oder wie? Pro Stück. Naja, genau, für 375. Okay, ich verkaufe alle. Handel einleiten. Das hört schon ein bisschen komisch an. Handel einleiten. Was passiert jetzt? Die kommen jetzt und klauen mein Zeug. Aus der Luke geklaut, die Schweine. Okay. Gut, also das haben wir jetzt gemacht, wir haben es gehandelt, wir haben das Geld bekommen, in Ordnung. Berühmt werden. Die Crew deines Schiffs. Wenn du den Innenbereich deines Schiffs sehen willst, klicke auf, das habe ich ganz am Anfang gesagt, klar. Die Crew bedient die Schiffe, die Waffen und so weiter und so fort, Steuern, Versorgungsgüter, okay. Wenn ein Teil von einem Crewmitglied betrieben wird, wird es mit dem roten Crew, ja klar, wenn wir abgeschnitten sind oder so, hatten wir schon gehabt. Achte beim Bau darauf, wie weit der Raum von der Crew Energie, Munition entfernt ist. Es braucht Entfernung, das dauert bis. Ist klar, die Wege. Wenn die Wege lang sind, dauert es lang. Habe ich verstanden. Ist im Moment halt eben leider so. Ich gelobe Besserung. Das ist ja auch die Aufgabe bei dem Spiel, dass wir hier ein bisschen. Hier so ein bisschen so knallen. Eure Aufgabe ist übrigens, wenn euch der Scheiß gefällt, den ihr hier seht und immer noch da seid, vielleicht mal auf den Like-Button zu drücken oder sogar auf den Abo-Button. Denn das ist quasi meine Bezahlung. Da sehe ich, dass es euch gefällt. Und ich mache ja nur so einen Scheiß. Das heißt, ihr drückt jetzt nicht hier drauf und kriegt morgen mich nackig tanzend irgendwo an der Stange zu sehen, sondern es gibt höchstens ein anderes Spiel oder eine neue Folge. Also von daher keine Gefahr. Ja, berühmt werden. Dein aktueller Ruhm wird in der oberen rechten Ecke unter deinen Credits angezeigt. Wenn du Feinde besiegst und Missionen abschließt, steigt dein Ruhm. Er wird nie fallen, okay. Mit steigendem Ruhm, Menschen deiner Crew anschließen, mehr Crewmitglieder sind immer besser. Tipp, wenn du berühmt bist, bekommt man keinen Ruhm mehr von Schiffen und Missionen. Mit niedriger Stufe besiegt Schiffe und schließe Missionen höheren Stufen ab, um deinen Ruhm weiterzuheben. Okay, also hier geht es nur bis 40. Wenn ich hier Ruhm 40 habe, ist vorbei. Habe ich kapiert, deswegen auch die Klammern immer. Crew anheuern. Bevor du weiter Crewmitglieder anheuern kannst, musst du mehr Betten bauen. Das haben wir auch schon mitgekriegt. Füge ein Schlafkabine oder Quartier im Crew hinzu und so weiter und so fort. Gut. Außerdem solltest du Türen einbauen, damit in der Crew. Ja, Raum haben wir auch gesehen. Luftschleusen ermöglichen es deiner Crew, das Schiff zu betreten und zu verlassen, wenn sie Ressourcen bringen, abbauen und überträgt. Ist klar. Crew-Anzeige, das ist neu, das muss ich jetzt mal lesen, da muss ich jetzt aufpassen. Die Crew-Anzeige zeigt die Anzahl der Crewmitglieder deines Schiffs an. Der vertikale grüne Strich zeigt die empfohlene Anzahl an. Das gucke ich mir jetzt mal an. Also wir sollten ein bisschen mehr haben, aber wir sind voll besetzt. Das heißt, wir brauchen mehr Betten, mehr Platz und so weiter. Okay. Der grüne Strich wäre die optimale Zahl. Empfohlen 9 und wir können dann quasi noch hier nach oben hin immer offen. Was ist das? Kommandopunkte. 22 Verwende, Gesamt 50. Und das hier, Energie 1,5. Mhm. Okay. Schubdüsen. Füge Schubdüsen hinzu, um Geschwindigkeit und Manövrierfähigkeit zu verbessern. Ein Schiff, das wenig Schubdüsen hat, kann nicht fliegen. Mhm. Zu wenig hat. Schubdüsen schubsen ein Schiff in ihre entgegengesetzte Richtung. Die Geschwindigkeit und Manövrierfähigkeit eines Schiffs hängen von Anzahl der Platzierung, Ausrichtung der Größe der Schubdüsen ab. Tipp, ein schnelles und gut zu manövrierendes Schiff hat viele Schubdüsen an verschiedenen Orten und mit verschiedenen Ausrichtungen. Ja, ist klar. Crew anheuern. Von der Station in der Nähe. Klicke auf, ja, das ist auch klar. Crew, dann Liste, so Anzeigen, die dich anschließen wollen. Erhöhe den Ruhm und noch besser und so weiter. Das ist ganz klar. Wenn du Personal anheuern willst, klicke auf die Schaltfläche anheuern oder neue Schaltfläche. Vor von Credits für angeheuerte Crewmitglieder zahlen. Warnung, achte darauf, dass du nicht wegfliegst, bevor die angeheuerte Crewmitglieder zu deinem Schiff geflogen und an Bord sind. Tipp, die Gebühren steigen mit wachsender Crew und sinken mit steigendem Ruhm. Okay. Du kannst also Credits sparen, indem du im Anheuern wartest und mehr Ruhm hast, ist klar. Die Crewmitglieder haben dieselben Fähigkeiten, sind alle bei allen Jobs gleich gut. Also heure an, wen du willst. Mhm. Habe ich kapiert.
Die sind alle gleich. Ihr seid alle gleich. Ihr Tippsen und ihr Träger und ihr... Oh, das ist weit. Energie dahin zu tragen ist weit, sehe ich. Mhm. Habe ich verstanden. Oh, er hat gerade eine Energie rübergebracht. Wie geil, Typ. Ins Kommandozentrum. Ja, gut. Ich bringe jetzt auch mal eine Energie rüber, und zwar die Energie hier ins YouTube, und lade mal das Video hoch. Vielen Dank, falls ihr es wirklich geschafft habt, diese 40 Minuten zuzuschauen und mitzueifern. Und ich sehe schon hier irgendwie besondere Kreationen mit einer ganzen Batterie Laser. So ein Burst-Schiff, also ein Schuss, und das andere ist dann quasi zersägt oder so. Ja? Hinten dran irgendwie ein Lager, wo vielleicht diese Energiezellen zwischenlagern, dass sie direkt reingeschmissen werden können. Oder so ein Kanonendeck. Ich muss mal gucken. Ja, also ich lasse mir was Schönes einfallen, und dann werde ich mal so ein paar Kreationen oder ja, einfach mal so durchgeben. Falls ihr weiter solche Folgen sehen wollt und sagt, hey, nee, die Cola ist noch nicht leer, laber uns ein Ohr ab, dann mache ich das natürlich auch gern, aber dann schreibt es doch mal in die Kommentare rein. Dann kann ich nämlich wir einfach solche Folgen weitermachen, die wir einfach dann, ich sag mal so Let's Plays wie früher, gemeinsam weiterspielen. Und die Ideen mit einfließen lassen. Und das heißt, hey, was weiß ich, ne? Mach einen Handstand. Dann mache ich den natürlich nicht, weil ich kann keinen Handstand. Aber baulich könnte ich mich hier bestimmt gut verewigen. Ja, also vielen Dank fürs Zuschauen. Bis die Tage. Ciao, ciao.